Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute drehe ich ein Video, also ein FAQ-Video über mein Auslandsjahr. Also nicht wirklich Ausland, aber ich gehe ein Jahr ins Internat in die französische Schweiz und ich lebe gerade in Deutschland, also schon Ausland, aber ihr wisst, was ich meine. Und dazu habt ihr mir unter meinen letzten Instagram-Post Fragen gestellt. Und die werde ich jetzt auch beantworten in dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, genau. Falls ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne machen. Ich heiße hannah.20000. Genau. Also die erste Frage ist, wie lange wirst du dort bleiben? Ich werde dort ein Jahr bleiben. Die nächste Frage, freust du dich schon darauf und wirst du weiter Videos und Vlogs machen? Ja, werde ich auf jeden Fall. Und ja, vor allem Vlogs. Die Vlogs werden dann auch auf meinem Hauptkanal folgen, weil ich denke, dort habe ich nicht so viel Zeit. Und ich weiß nicht, vielleicht sind Vlogs auch mal richtig interessant, wenn ich dort bin. Und Tiny Hannah, also unser eigentlicher Vlog-Kanal, wird zwar nicht entfallen oder so, aber darauf werden jetzt erstmal keine Videos hochgeladen werden. Aber wir schauen einfach nächstes Jahr, was damit passiert. Und vielleicht werden wir einfach nächstes Jahr da wieder Vlogs drauf hochladen, ich und Timey, mal schauen. Timey und ich, sagt man. Nicht ich und Timey, okay. Hast du irgendwelche Sorgen und Ängste? Und am Anfang habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken dazu gemacht, aber umso eher ich gehe, umso mehr Gedanken mache ich mir natürlich auch drüber. Und meine größte Angst oder meine größte Sorge ist, weil ich bekomme alle Fächer auf Französisch unterrichtet und ich habe da mega Schiss davor, weil ich wirklich nicht super in Französisch bin und ja, deswegen habe ich wirklich sehr Angst, weil ich denke, am Anfang werde ich einfach nichts verstehen und ich hoffe, das kommt dann nach der Zeit. Und ja, fährst du zwischendurch in den Ferien nach Hause? Ja, ich fahre immer in den Ferien nach Hause, genau, also ja, sind ja nur, ich glaube, 7 Stunden, 6 Stunden, irgendwie sowas, also geht voll. Hast du dort ein eigenes Zimmer oder teilst du dir eins? Wenn ja, mit wem? Und darfst du dir es selbst einrichten? Also ja, ich habe dort ein Zimmer mit einer Person, also Vicky. Ich hoffe, sie wird auch mal in irgendwelchen Videos von mir vorkommen. Wir haben uns jetzt auch schon angefreundet, öfters getroffen und so. Dann haben wir ausgemacht, dass wir zusammen so uns ein Zimmer teilen. Sie ist jetzt auch schon länger auf dem Internat. Und ja, mit ihr werde ich mir mein Zimmer teilen. Ich bin auch mega gespannt darauf, gell, Vicky? Und ja, darfst du dir es selbst einrichten? Also die Möbel sind halt dort schon vorhanden, aber natürlich kann ich mir das selbst einrichten, klar. Hast du da Möglichkeiten, Sport zu machen? Ja, habe ich. Vor allem, weil ich spiele ja regelmäßig Tennis und das will ich dort auf jeden Fall fortsetzen. Sieht es eher aus wie bei Harry Potter oder wie bei Schloss Einstein? Ich hoffe und weiß, wie ich das meine und kennst beides. Ich kenne Harry Potter, aber ich habe irgendwie nie Schloss Einstein geschaut. Aber ich google es mal ganz kurz. Schön. Da kommen jetzt nur so Bilder von den Leuten, die da mitgespielt haben. Ja, ich würde sagen, es sieht mehr aus wie Schloss Einstein, aber auch nicht wirklich. Und ja, keine Ahnung. Und kannst du Französisch sehr gut? Nee, ehrlich gesagt nicht. Deswegen habe ich auch ein bisschen Schiss. Wie wird es mit YouTube dann weitergehen? Wie gesagt, es werden ganz normal regelmäßig Videos folgen, wenn ich es auf die Reihe bekomme, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Ja. Musst du dort eine Schuluniform tragen? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Ja, ich muss eine Schuluniform tragen. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein, wie diese aussieht. Und ja, das war's jetzt mit den Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Ihr fandet es einigermaßen interessant. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ihr könnt natürlich gern irgendwelche Kommentare schreiben oder weil, falls ihr noch weitere Fragen habt, könnte ich ja vielleicht noch einen zweiten Teil drehen, bevor ich noch weggehe. Und ja, dann tschüss!